Audio Post. Geklickt. Gehört. Wir gehen aus dem Haus und schließen ab. Wir verlassen das Auto und schließen ab. Klar, manchmal kontrollieren wir sogar doppelt, ob alles zu ist. So gewissenhaft sind wir also im wahren Leben. Und was ist mit dem Internet? Auch hier geht ohne Schlüssel nichts, sagt Andreas Wiesler. Gerade bei E-Mails. Sie können E-Mails anschauen wie Postkarten. Jeder, der sie in die Hand kriegt, kann sie lesen. So auch jeder Provider, der zwischen dem Sender und dem Ziel ist, kann also Ihre E-Mail lesen. Andreas Wiesler ist Computerspezialist und Inhaber von Go Security. Hier berät er seine Kunden regelmäßig in Sachen IT-Sicherheit. Sein Tipp? Wichtige E-Mails. Am besten immer verschlüsselt rausschicken. Für die E-Mail-Verschlüsselung benötigt man zwei Schlüssel. Den sogenannten öffentlichen Schlüssel, der wird gebraucht, um die E-Mail zu verschlüsseln. Den müssen Sie also jedem geben, der Ihnen eine verschlüsselte E-Mail schicken will. Und das Entschlüsseln funktioniert dann mit dem privaten Schlüssel. Der private Schlüssel wird auch zum Signieren benötigt. Das heißt, Sie können so gewährleisten, dass das E-Mail wirklich von Ihnen kommt. Dazu gibt es auch entsprechende Standards, weiß unser Experte. PGP ist ein öffentliches Verfahren, da können Sie die Zertifikate selber erstellen. Das andere ist X509 oder auch S/MIME genannt. Hier ist eine CA, die für Sie die Zertifikate herausgibt. Doch selbst wer alles richtig macht, einen hundertprozentigen Schutz gibt es, sind wir mal ehrlich, doch nie. Andreas Wiesler ist zuletzt das Thema E-Fail über den digitalen Weg gelaufen. Tatsächlich wurde eine Schwachstelle gefunden. Aber nicht in der Verschlüsselung, sondern bei der Anzeige von verschlüsselten E-Mails. Wenn das Mailprogramm die verschlüsselte E-Mail öffnet, wird auch noch HTML ausgeführt. Hat also der Hacker die E-Mail vorher manipuliert, kommt er so an den verschlüsselten Teil. Und da eben nicht die Verschlüsselung an sich geknackt wurde, kann sich jeder ganz einfach schützen. Computerspezialist Andreas Wiesler verrät wie. Achten Sie darauf, dass Ihr E-Mail-Programm nur Text anzeigt. Und verbieten Sie das Nachladen aus dem Internet. So ist Ihr Mailfach gut abgeschlossen und nicht für jeden lesbar wie eine Postkarte. Und die digitale Verschlüsselung hat noch einen Vorteil. Den digitalen Schlüsselbund können Sie, anders als Haus- oder Autoschlüssel, garantiert nirgendwo liegen lassen, vergessen oder verlieren.